Hast du. Hab ich dir. Ah, nee, ich kann nur sehen, wie viel Leben du hast. Du hast 11 Leben, das sehe ich jetzt. Okay, aber hier sind jetzt irgendwelche Spieler, das macht mich ein bisschen nervös. Ja, wir müssen unbedingt hochkommen, weil ich glaube, in der Kiste ist richtig geiles Zeug. Ja, weil du richtig. Es gibt noch eine andere Chest hier, die geil ist, aber mich machen gerade die anderen Spieler echt nervös. Ja, wir killen sie jetzt einfach mal kurz. Schaffen wir das? Ja, wenn du mir das verzau. Ah, hier ist Ja. nochmal eine Chest mit leeren Ja, das ist Wasserflaschen. deine von Anfang an. Nein, in die habe ich glaube keine gelegt, dachte ich. Guck mal, da auf dem Ding, wo du vorher standest, ist wieder ein Chest gespawnt und da hinten ist wieder eine Ja, Chest. da Ich hole mir musst da du auch hinten. unbedingt hin, weil die Chest ist richtig super. Ja, die holst du dir kurz wieder, wenn du es kannst. Und ich hole mir die hier hinten. Ich habe nur noch Jetzt zwei erstmal Essen. aufs Dach, habe ich gehört. Ach so. Ja, da ist ja nichts drin. Haben wir das hinterlegt? Ich nehme es mal raus, damit hier eine neue Kiste spawnt. Da hinten ist jemand. Soll ich sagen, no. Doch. So, wie kommt man da hoch? Das ist echt. Ich meine von hier. Also ich bin jetzt hinter dem Spinnennetz immerhin schon mal. Ja, dann geh mal raus auf den Balkon. Jawohl, bin ich? Genau, und da kannst du da links hoch. Bist du Wo? einfach durch. Ja, weiter links, weiter links, weiter Ach links. ja, jetzt sehe ich's, Genau, genau. jetzt kannst du da hoch. Bist Super. du einfach durchs Spinnennetz durchgelaufen, oder wie? Nee, ich bin außen rumgelaufen und dann eine Ranke hoch. Da liegt ein Holzschwert drin. Ja, nimm's mal raus, damit du eine Kiste, neue Kiste spawnt. Okay, mir wird's hier langsam wieder zu voll, aber ich hab nichts mehr zum Essen. Ich Doch, ich hab, hab noch Rotten wenn ich Flesh. ein Crafting Table hab, kann ich Cookies backen. Okay. Also, das Rotten Flesh hat mir jetzt auf 4 Scheiße, geheilt. schon wieder Schaden gekriegt. Ich konsumiere meinen Heiltrank, wenn du Hi. nichts dagegen hast. Ich schmeiß dir mal ein Schwert hin. Ah, Und ein bisschen Rüstung, ein die haben bisschen die eine Ausrüstung. Truhe, die geile, schon gelootet, okay. I'm with Survivor. Okay. Ja, das kriegt er auch noch. Wir sind zusammen. Cooler Scheiß. Okay. Ja, da liegt übrigens noch so ein grünes Ding. Wir sind pre-made. Take it. Okay. Okay. Was tun wir jetzt? Sollen wir jetzt mal noch in das andere Ding laufen? Zombie. Wo? Hinter dir. Boah. Aber mich hat er Der zweimal leckt ziemlich gehauen. rum, der Ja, Zombie. das ist halt das Problem. Wir lassen die mal den Zombie killen. Nee, ich würde. Okay. Der verliert halt einfach mal nichts. Da ist schon wieder einer. Wo? Ah Um, ja. mittendrin. Kommen die denn her? Keine Ahnung, die spawnen vielleicht direkt in uns. Ich Voll. frage mich ja, ob man hier die Tränke auch modifizieren kann, die man findet. Weil Ich habe nochmal einen gefunden. du kannst ja den Heiltränken zum Beispiel mit Cheesepulver kannst du das machen, dass wenn du die auf den Boden wirfst, Okay. dass die dann explodieren und alle im Umkreis heilen. Aber sonst gehen wir mal in dieses andere Ding da, oder? Würde ich vorschlagen. Ja, also erstmal wieder zum Wasser, zum Eis und Ich glaube, dann. der. Ja, genau. Okay, ich wurde geheilt, auch wenn ich es nicht nötig hatte. Nice. Am liebsten hätte ich ja nochmal, wenn dieser eine. Ach, der will mich bandagieren. Wie geht denn das mit der Schere? Linksklick einfach auf ihn. Ja? Und dann weißt du, wie viel. Nee, dann siehst du nur, wie viel Leben er noch hat. Nee, der hat mich jetzt damit geheilt. Was? Er hat dich damit jetzt geheilt? Ja. Dann frag ihn mal, wie das geht. Fragst du? How do you heal with Shear? So, ich brauche aber dann bald ein Crafting Table. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt noch weitergeht. Auf dem. Oder die gehen einfach wieder zurück, das können wir auch machen. Ja. Paper. Ah, und dann braucht man. Ah, okay. Gut, das habe ich ja alles. Ja, dann heil mich mal. Ja, wo bist denn du? Ja, hier Ah, auf da. dem Eis. Ja, geht es da hinten, geht es nicht mehr weiter, gell? Dann gehen wir zurück und gehen in dieses andere Camp. Wo Trinken wir auch noch vor kurz unseren was. Freund verloren haben. Wo wir unseren Freund verloren haben, das klingt so. Okay. Warte, bleib stehen.
Ja, du hast mich nicht geheilt. Failed? Ich muss starten bei Applying a Bandage. Vielleicht musst du. Ah, jetzt hast du. Jetzt müsstest du geheilt sein. Ja, ich werde voll geheilt, oder wie? Nice, und hast alles verbraucht jetzt, oder wie? Nein, das ist alles noch da. Hey, das ist ja nice. Echt? Mhm. Dann brauche ich gar keine Heiltränke mehr. Doch, gib mir trotzdem einen, für falls ein Zombie mich angreift. Ich habe nicht geahnt. Okay, dann habe ich aber nur noch einen. Ja, ich habe null gehabt. Wie weit der schlittert, das ist ja witzig. Ah, da hinter mir. willst du das Schwert haben, das Eisenschwert? Oder nicht? Ich habe ein Eisenschwert. Ach, du meinst, das ist aber viel cooler. Ja, nee, ist okay, passt. Meins leuchtet im Dunkeln. Du bist der Killer. I'm the killer. Ja, genau. Also minus 1000, gemerkt. Ja, unbedingt. Also ja, nice, mir gefällt das Spiel jetzt. Wenn man Loot findet, gefällt es mir auch immer mehr. Ja, wenn nicht ganz so. Ich glaube, man muss die Welt einfach erkunden. Man findet schon immer wieder was. Ja, wie gesagt, es soll ja noch diese Bosskämpfe soll es ja noch geben, wo man dann im Multiplayer irgendwie einen Boss besiegen kann. Ja. Und wenn das da kommt, dann hat es auch einen Sinn, dass du Loot findest, weißt du? Dann hast du nicht so wie bei DayZ, da findest du ja nur Loot und dann, was machst du dann? Dann kannst du vielleicht noch ein Auto machen oder so. Und dann? Ja, das stimmt. Nee, hier hätte das dann schon Sinn. Und hier mit den Bosskämpfen, dann macht es auch Sinn, die ganzen Loot zu finden, weil jetzt. Ich fühle mich jetzt nicht ausgerüstet, um einen Drachen zu besiegen. Nein, keine Ahnung. Irgendwie so halt. Okay, jetzt ja. Da links hoch, oder wie? Sieht fast so aus. Scheiße. Ich habe nur noch. Ja, das ist da hoch. Und da oben ist ein Zombie. Ich hatte nur noch zwei Nahrung. Schießt ein Zombie ab, oder was? Ja. Aber bin nicht getroffen. Aber er kommt. Ich habe mich gerade Mords durchgelegt. Komm. Ich hau einfach in die Luft, komm nicht in der Nähe zu mir. Von mir. Hey, ich treff den einfach nicht. Okay, du hast ihn gekillt. Oh. Okay, dann da mal hoch. Ja? Hopp. Hat er nichts getroppt? Schade. Kein nee, Fleisch. Leider nicht. Okay, ich habe nur noch ein Essen. Scheiße, ja, ich habe nur noch zwei. Ich habe einmal Rotting Flesh für Notfall. Okay, hoffentlich finden wir. Gott, was ist das denn für ein Riesenberg hier? Ja, der geht definitiv nicht hoch. Nee. Okay, ja. Gucken wir jetzt wieder Wegweiser. Whitehaven, Evergreen. Ist es meiner? Komm mal her. Soll es Mine sein, oder? Komm, wir gehen mal rechts rum. Wobei links steht eher für eine Stadt. Da geht es Evergreen Mountain, soll es wahrscheinlich sein. MNT, oder? Nee, das ist MNR. Ja, soll wahrscheinlich. Ich gehe lieber nach Whitehaven, oder? Okay, gehen wir nach Whitehaven. Das klingt mehr nach einer Stadt. Also es könnte vielleicht schon der Berg sein, den sie meinen. Kannst du mich eigentlich auch heilen oder geht das nicht? Nee, aber ich habe dieses Ornament nicht. Ah, okay. Aber du hast keinen Schaden bekommen? Ich habe keinen Schaden bekommen, nee. Okay. Ich habe aber nur noch, Da oben ist ein Zombie, auch auf der linken Seite vom Fluss. Ja, das ist, was auf der linken, auf der rechten meinst du? Ich glaube, er hat den gesehen. Ja, wir holen uns den. Wegen Rotten Flash. Komm her. Hey, wen fokust du denn? Mich, oder? Nee, nicht gerade. Nice, er ist tot. Aber hat nichts getroppt. Schade. Okay. Schade. Oh nee, da vorne geht's wieder den Berg hoch. Oh je, Mini. Wie viel Essen? Gib dir mal das Rotten Flash, komm. Ja. Da liegt's. Ja, und ich hab nur noch anderthalb. Ja. Ich hab halt noch Weizen. Bringt uns nichts, ne? Wie viel Weizen hast du? Ein oder zwei? Ein. Ich hab zwei, also sobald wir ein Crafting Table finden, ist alles gut. Ich hab aber die Kakaobohnen habe ich dir gegeben, gell? Die hast du. Ich hab noch, ja. Zwei Stück. Ich hab noch ein. Ich hab noch zwei, aber ich bin eben. Geht's denn hier weiter? Vergiftet. Ach, da lang. Na gut, ich kann dich ja heilen, das ist nicht das Problem. Ja, jetzt hab ich nur noch eins. Okay, das Rotten Flash bringt halt wahrscheinlich doch nichts. Boah, das Eis hier ist ja mal cool. Ich wusste gar nicht, dass es auch vom Eis her so Half-Slabs gibt. Weißt du eigentlich, ob die hier das alles von Hand gebaut haben? Ich meine ja. Ich habe ja, wie gesagt, so ein Interview gesehen von einem der Map-Erbauer. Ja. Und ich meine, dass sie alles von Hand erbaut haben. Okay, wir sind gleich in Whitehaven. Ja, wahrscheinlich haben sie natürlich den Grundding. Okay, wir sind da. Ja, okay. Wichtig, ja auch Nummer 1, Crafting Table finden. Ja. Oder Kisten mit Essen. Ist ja auch mitten in der Pampa. Ja, aber ich hab schon mal eine Kiste. Ja, und ich geh da rein. Okay, du gehst rein. Das ist mehr als eine. Nee, ist nur die Kiste. Da ist einmal verrottetes Fleisch drin und eine Milch. Was bringt die eigentlich? Ja, noch? Dann kannst du nämlich verrottetes Fleisch nehmen und dann kannst du dich mit Milch heilen, falls du vergiftet sein solltest. Okay,
Okay, da ist aber noch eine zweite Truhe. Da ist nochmal eine Kakaobohne drin. Hol dir erstmal noch ein bisschen mehr Rottenfleisch, dann bringt das mit der Milch natürlich mehr, ne? Wenn ich mehr kriege. Ja, ich suche ja auch hier oben. So. Hier ist eine Truhe. Was lasse ich denn jetzt mal hier? Ich habe viel zu viel. Pack aber nichts in die Truhe, sonst spawnen die nicht mehr, weil hier ist auch nur eine leere Flasche drin. Okay. Boah, hier ist ein Crafting-Table. Sehr gut, ich komm. Aber hier ist noch eine Truhe. Ich habe noch mal einen hellgrünen Farbstoff. Ich hab Knopf gefunden und ein Spinnennetz. Also in dem Haus, wo ich drin bin, ist noch mal hellgrüne Farbe. Ja, und ich mein Inventar ist komplett voll. Dann schmeißt irgendwas raus. Oh, da sind die Kisten gerade wieder gespawnt? Ja, krass. Wo war der Crafting Table? In dem. Ja, jetzt hier hoch. Okay. Ich guck noch ganz kurz unten. Weil ich habe nämlich nur noch nicht mehr viel. Ich habe auch nur noch ein halbes. Ich habe ein Dreiviertel noch. Oh. Hoch, ich habe alles gelootet hier. Okay. Schon wieder so ein scheiß Spinnennetz. Ach, das kann ich vielleicht mit der Hoe abbauen. Ich probier mal. Okay, ich mach Cookies. Okay, ich hab dir 4 Cookies hingelegt, den Rest esse ich. Ich habe übrigens so ein Spinnennetz noch. Also, falls du mal zu mir verfolgen, kann ich. Wir rennen einfach in ein Haus rein und machen das Spinnennetz hin. Okay, ich bin geheilt, soweit, alles gut. Nee, kann man nicht abbauen, okay. wir brauchen einen Weizen, brauchen wir noch. Ah, Iron Shovel brauche ich, um das zu dingsen. Ich habe einen Weizen noch, hier, ich habe doch noch einen Weizen. Ja, wir brauchen 2. Ich habe es dir mal hingelegt, ah, okay, ich nehm's wieder mit. Nimm's wieder mit, ich guck mich mal im Dorf weiter um. Gibt dir doch noch ein bisschen was zu erkunden, ne? Du hast ja noch Rottenflash, ne? Notfalls und eine Milch, das ist auch sehr gut. Ja. Township of Whitehaven. Ja. Vielleicht hätte einer von uns die ganzen Sachen essen sollen, die ganzen Cookies und einer der Rottenflash mit der Milch. Wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Egal, jetzt ist schon zu spät. Ich dachte gerade, hier steht ein Bett drin. Okay, wo bist du denn hin? Ich habe eine Melone gefunden und noch ein Steinschwert. Dann esse ich mal die. Kann man die einfach so essen? Ja. Oh, ich sollte was trinken. Ich habe nur noch 4 beim Trinken. Uiuiui. Oh, ich habe auch nur noch 5. Ja, da muss man auch noch aufpassen. Wo bist du denn hingelaufen? Ich bin jetzt einfach nochmal in ein anderes Haus rein. Hä? Die waren doch schon in allen. Ich sehe hier nur 2 Häuser. Ich habe auch mal eine Melone gefunden. Ich sehe hier nur 2 Häuser, verdammt. Und ich habe einen Apfel und einen Pilz gefunden. Ich sehe hier nur 2 Häuser, verdammt. Guck mal auf die Karte, da hat es noch ein bisschen mehr. Ich gehe mal da rein, wo du forschen drin warst. Hat sich nämlich hier alles hier aufgefüllt. Sicher? Ja. So, wir brauchen eine Schale, weil ich habe wieder Pilz gefunden. Und ich habe noch einen Weizen gefunden. Nice. Ich habe noch Bandage gefunden. Sag mal, wie viele Kisten gibt's hier drinne? Das ist geil hier, oder? Alles, was mitten in der Pampa ist, wo keine Spieler sind. Vor allem, ich leere die Kisten einfach und schmeiße das Zeug vorne dran. Ja, genau. Ja, so eine Wasserflasche. Wie super das hier einfach läuft. Vor allem ohne Spieler. Ach, da oben gibt's noch Häuser. Es gibt hier super viel Häuser noch. Und hier gibt's wieder einen Ofen und du kannst dich ja schon häuslich einrichten, wenn du magst. Bist du hier rechts in den Häusern? Ich hab nochmal einen Weizen gefunden. Ah, du bist da rechts drin, okay. Ja. Hast du da rechts auch schon gelootet? Ja. Da hat's auch noch Pilze drin, ja, im anderen war ich schon. Und oh, Kakaobohnen. Da ist noch ein Roserett, das ist wunderbar, jetzt kann ich dich auch heilen. Brauchst du Healing? Cool. Nee, ich hab auch noch eine Roserett. Ja, nimm mal mit. Die können wir ja irgendwie. Ach, ja, da ist ein Zombie, Achtung. Ich kann gar nichts mitnehmen. Das ist so langsam mein. Ich schmeiß mal so Rüstung raus, echt. Ich habe hier so viel Rüstung, ich schmeiß das mal weg. Ja. Ich habe noch eine Milch und einen verzauberten Bogen. Wow, sehr nice. Eben gut. Die Milch nehmen wir mal noch mit. Was lasse ich denn dafür da? So ein Holzprügelschwert. Ja, aber nichts in die Kiste reinmachen, ne? Wie ja. Gesagt. Ich lerne auch dazu. Man glaubt es nicht. Also, ich weiß nicht, ob die Kisten dann vielleicht doch spawnen, aber. Nee, ich glaube nicht. Ich bin in dem Schrank. Brauchst du, darf ich noch einen Kettenhelm geben, einen weiteren? Hast du hier Lederhosen drin gelassen in der Truhe? Ja, das war mein Fehler. Echt, ey. Diese scheiß Helga. Für was ist das Bett da? Zum schön aussehen. Hm. Umsonst dahinter gesprungen. Oh, ein Zombie im Haus. Jiha, ein Schneeball. Zombie tot. Hat mir nur ein Herz abgezogen. Ziemlich cool mit dem Eisenschwert. Ja, also wenn du möchtest. Ah, oh, da ist noch ein Zombie. Oh. Brauchst du Hilfe oder kommst du klar? Ich hab hier Spinnennetz. Ah, na dann ist ja alles gut. Oh, ich hab Rotten Flash.
Ich hab auch noch. Ich back mal wieder eine Runde Cookies. Ja, dann gibst du mir das Rottenfleisch und eine Milch. Ja, dann komm in das Haus mit den Cookies wieder. Ich glaube, ja. Das war hier. Nee, das war nicht hier. Ich kümmere noch mal. Aber hier ist wieder ein. Ach, hier liegen Lederklamotten drin. Ja, und da habe ich doch ein paar Sachen auch wieder hingeworfen. Aber das ist alles in der Truhe. Hier liegt schon wieder eine Milch. Ja, das ist ja gut, Milch. Das ist sehr, sehr gut. Milch brauchen wir auf jeden Fall. Weil da können wir echt Zombies jagen gehen. Ich wäre auch dafür, dass wir jetzt uns ein paar Zombies holen einfach. Oder? Das können wir machen. Da ist ein Steinschwert und ein Bogen. Ich würde dir gleich gerne noch ein paar Sachen geben, dass du deine Kettenhaube zum Beispiel machst. Du bist hier in dem Haus, wo man craften kann. Ja, das muss ich erstmal wieder finden. Ja, das Große. Ja, ich wollte noch ein anderes. Ich habe Kaktus gefunden. Yeah, Kaktus kannst du auch selber setzen, meine ich. Ja, was kann ich damit machen? Dann kann ich dich verteidigen. Zombies. Wieso denn Steinknöpfe? Ich habe jetzt hier schon zwei Steinknöpfe hingeworfen. Ich weiß es nicht. Ich komme hoch. Schneebälle brauchen wir nicht. Was bringen Steinknöpfe? Also, dann nimm Backe-Backe Kuchen. Gibst du mir mal das Rottenfleisch. Ja, mach ich gleich. Du hast Milch oder nicht? Nee, ich habe auch keine Milch, genau. Hüpf, hüpf. So, jetzt mal ein bisschen Ordnung hier ins Inventar bringen. Ja, ich wäre auch dafür, dass wir gleich mal irgendwie so einen Müllhaufen suchen. Ich habe jetzt 28 Pfeile. Die Kettenhaube hier gebe ich dir noch, dann kannst du deine reparieren. Ja, das ist ja auch sehr nice. Wie sieht's denn bei dir essenstechnisch aus? Ich habe jetzt zwei Rotten Flash und eine Milch. Deswegen kann ich mich da jetzt gut hochhalten. Okay, dann ess das mal und dann sag mir, wie viel du hast. Ja, okay. Kurz umsortieren, damit ich das gleich alles so einsetzen kann. Einen Bogen hast du noch einen? Ja, sogar okay. Zwei. Ich habe schon einen hingeworfen. Irgendwie. Sehr schön. Bei wie viel bist du? 6. Sehr schön. Ich habe Wasser getrunken, nicht Milch. Ups. Du bist doch ein Hero. Jetzt habe ich Milch getrunken. Gab's hier eigentlich einen Brunnen in dem Dorf? Nö, aber ich habe noch 6 volle Wasserflaschen. Ja, ich habe auch noch 3, okay. Aber irgendwo habe ich vorher aufgefüllt. Dann lass uns mal looten gehen wieder. Ach, hier ist schon wieder eine Truhe gespawnt. Mit einer leeren Flasche drin. Okay, die habe ich aber nicht da reingelegt. Würde ich jetzt auch behaupten. Okay, hier ist jetzt mein ich werf mal alles weg Raum. Ja, okay. Hoppala. Ich gehe wieder looten. In der Hoffnung, es kommen keine Zombies. So, was werf ich denn noch? Ach, da oben ist schon einer. Geiler Scheiß. Okay, was werft noch weg? Schneeball, den nutzen wir eh nicht, oder? Ich weiß nicht. Was kann man damit nochmal machen, die irgendwie ablenken oder ja, so war das, gell? Kaktus, setzen wir einen Kaktus? Oh, ich habe nochmal 2 Weizen gefunden und eine Melone. Kannst du die Melone einfach so essen? Ja, kann ich. Okay. Aber hier war jetzt irgendwo ein Zombie unterwegs da draußen. So, ich werfe mal hier alles irgendwie weg, was ich nicht brauche. Hallo, Master Zombie. Muss ich das Ornament irgendwie im Ding haben? Ja, du machst dann Linksklick Bandage, Linksklick Ornament, Linksklick Schere. Okay, dann ist man. Das auch einfach mal alles so, dass ich das hier gleich habe mit Linksklick und so weiter. So, jetzt bin ich richtig sortiert, meine ich. Du rennst da draußen rum. Ja. Also minus 1000 merken und dann minus 500, minus 1000, das ist gut. So, ich gehe gleich nochmal Cookies backen. Hast du schon wieder was? Oh, ja, ich habe schon wieder 2 Weizen gefunden. Okay, da liegt schon wieder ein blöder Helm. Ich oh, noch Milch. Ah, da bist du schon drin. Okay, dann gehe ich den Berg hoch nochmal in das Haus und dann machen wir noch Backe-Backe-Kuchen. Oh, ich habe auch noch einen Weizen gefunden. Oh, da kommt ein Spieler. Killen? Komm, komm. Ah, okay. Killen oder was? Nee, der ist freundlich. Sicher? Ja. Wo ist er denn? Oben bei dem Haus, das ganz weit abseits ist. Das ist ein Berg hoch? Mhm. Das heißt ganz weit abseits, da wo der Shop drin ist, da wo vor allem. Ja, vor allem da wo. Mit dem Bett meine ich. Ich glaube, dass da das Bett ist. Cool, ich habe noch mal einen Kaktus gefunden, den nehme ich doch mal mit. Hier ist aber, oh, da ist noch eine Melone drin, ist schön. Ich nehme die gleich zu mir. Aber ich würde sagen, demnächst lass uns doch mal eine Aufnahmepause machen. Richtig, vor allem, weil wir gerade so geil gelootet sind. Aber da müssen wir nachher, oh, da ist ein Zombie drin. Ich kill noch kurz einen Zombie. So, also ich hätte jetzt eine Melone und 16 Kekse. Was? Nice. Das ist ich total hab, super. Noch 7 Leben, 7 Essen und
einen Zombie gerade gekillt. Ich habe schon 7 Zombies gekillt. Ja, ich habe 6,5 Essen. Dann lass uns doch einfach an der Stelle mal eine Aufnahmepause machen. Ja, oder kommst du noch zu mir? Komm du zu mir hoch zum Crafting-Table. Oder da. Okay. Da ist es, glaube ich, mit am sichersten. Ja, oder in dem Shop, wo ich gerade war, weil da halt noch ein Spinnennetz davor ist. Ach, ja, bei mir ist doch auch noch eins oben, direkt davor. Richtig. Da kann man den Gegner zur Not noch mit dem Bogen abschießen. Da unten liegt noch ein Steinschwert. Hast du das hingeworfen? Nee. Nice. Nimm's mit. Ja. Schön. Dann repariere ich noch kurz meine 2 Steinschwerter. Zu einem. Hier ist vor nochmal 2 Pfeile. Ich habe jetzt 30 Pfeile auch insgesamt. Ich habe 4 Pfeile und ich habe 2 Bogen gerade von dir aufgesammelt. Ich werfe die da mal gerade. Okay, dann Brauchst du noch irgendwas derzeit? Ich habe halt nichts zum Essen außer Rotten Flash und eine Milch. Ja, dann kriegst du das hier noch. Ja, okay, eine Melone ist gut. So, 2 Lederharnische für den Notfall. Ja, in dem Fall würde ich sagen. 2 Lederharnische, ja. Ich habe eine komplette Lederrüstung noch, außer Schuhe. Mhm. Ich habe noch 2 Weizen. Ich gebe dir mal die Weizen. Oh ja, super. Gib her. Der kommt hier hoch. Ich habe was bringt mir jetzt Lime Dye? Ach, kann ich. Damit kannst du bei anderen wahrscheinlich die Vergiftung genau, heilen. Genau, dann muss ich. Okay. Ach so, warte, dann testen wir das doch gerade mal kurz. Hast du Lime Dye? Jawohl, habe ich. Ich habe das gerade nochmal hingeworfen. Dann esse ich mal Rotten Flash und du machst das mit der Bandage und heilst die Vergiftung. Ja, und los. Okay, ich bin vergiftet. Nee, hat nichts gebracht. Aber da steht dran, dass du mir Antibiotika gegeben hast. Naja, ja auch egal. Okay. Ja, dann mach mal Schluss für heute, oder? Ja, warten noch kurz 10 Sekunden, bis ich diese Vergiftung weg habe. Muss ich dich noch heilen, oder geht's? Nee, aber dann brauche ich nur einen Lime da, oder? Dann kann ich mal die anderen wegwerfen. Ich heil dich mal noch kurz. Nee, muss nicht. Oh, jetzt habe ich dich gehauen mit der Schere. Oh. Okay, in dem Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns nächstes Mal hier an dieser Stelle. Server wenn es wieder heißt, geh mal raus aus der Kiste. Nicht, dass du nachher in der Kiste spawnst. Okay, also bis dann. Bis dann, ciao.